Oh ja, hallo, mein Name ist Uli Finkler. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer der Graphicon GmbH und ich werde Ihnen heute ein bisschen was über den Pavion PIM Connector erzählen. Das heißt, wie man das PIM-System über die REST-Schnittstelle an das Comet, sprich an das InDesign, andocken kann und wie man mit dieser Live-Schnittstelle entsprechend schon Daten im PIM eingeben kann, wie man Daten, gerade Fokus wird heute ein bisschen sein auf das Thema Tabellen. Wie kann ich Tabellen im PIM schon gestalten, damit ich sie entsprechend auch schon vorformatiert im InDesign ausgebe, um mir dort die Arbeit im Finishing zu ersparen, beziehungsweise halt dem Produktmanagement, wenn gewünscht, schon im PIM relativ viele Möglichkeiten gebe, die Ausgabe später im InDesign vorzubereiten und zu strukturieren. Bevor ich starte, ein bisschen was sage, noch ein, zwei Worte zu den Unternehmen, das heißt auf der einen Seite Pavion. Pavion ist mittlerweile seit 19 Jahren am Markt, ist in Dänemark gegründet worden und der deutsche Sitz ist in Stuttgart, jetzt seit 7 Jahren ungefähr. Und wir sind einer der Partner, die Pavion als System vertreiben, als Integrator auch, das System beim Kunden installieren. Und den Kunden komme ich später noch drauf, wenn ich so ein bisschen über die Graphicon noch ein, zwei Slides zeige. Da will ich Sie auch nicht mit so vielen Slides bemühen, sondern eher Thema auf die Live-Präsentation zeigen, dass wir halt dementsprechend auch dort seit einigen Jahren der Integrationspartner von Pavion sind. Wenn man sich die Slide anschaut, hinsichtlich der Historie von Pavion, man sieht gerade von den Firmen, die Sie jetzt hier gewinnen konnten, halt einige bekannte. Tox zum Beispiel jetzt gerade im letzten Jahr, der Schraubendübelhersteller, den Sie aus dem Hornbach Baumarkt zum Beispiel kennen, einer der Hausmarken von Hornbach. Und das sind so neben Bodus, Thule halt viele Kunden aus dem skandinavischen Bereich, aber auch in Deutschland immer weiter verzweigt und immer weiter implementiert das System. Was sind die Merkmale der Pavion-Lösung? Und Pavion ist zu 100% eine Standardanwendung. Das heißt, es gibt kein Customizing für einen Kunden. Das heißt, es läuft bei jedem Kunden läuft immer die gleiche Version, die gleiche Software. Gibt es gewisse Funktionen, die ein Kunde haben möchte, dann wird dementsprechend geschaut, gibt es mehrere Kunden mit den gleichen Anforderungen oder ähnlichen Anforderungen, wie kann man dann diese Funktionalität in den Standard übernehmen? Das Ganze halt gibt es sowohl in der Windows-Oberfläche, die man halt die Vorteile hat, was Tabellenverwaltung, was Verwaltung von größeren Mengen angeht, aber auch mittlerweile gibt es auch einen Browser-Client, mit dem man die Daten entsprechend anzeigen und auch editieren kann. Man hat ein komplett offenes Daten-API, das heißt, alles, was Sie hier an Daten sehen, alles, was Sie an Operationen sehen, die wir über die Oberfläche abarbeiten, kann ich auch komplett stateless ohne eine Oberfläche entsprechend verwenden und auch eine eigene Oberfläche auf das System quasi andocken. Pavion kommt halt aus der Navision-Schiene, das heißt dort, wo Navision, ERP oder Dynamics, NAV, AX entsprechend bei Kunden eingesetzt wird, dort gibt es eine native Schnittstelle zwischen den beiden Systemen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, im PIM-System auf Daten des ERP-Systems direkt zuzugreifen oder umgekehrt, können Leseberechtigungen, können Schreibrechte sein, je nachdem, wie Sie das System konfigurieren. Das heißt, haben dort eine direkte native Schnittstelle. Und eben schon gesagt, wir sind einer dieser Partner. Das heißt, zu Beginn hatte Pavion das Ganze selbst vertrieben, aber mittlerweile seit einigen Jahren umgestellt auf den Partnervertrieb und wir sind einer dieser Vertriebs- und Implementierungspartner von Pavion. Noch zwei, drei Worte zur Graphicon. Man sieht es halt hier Multichannel Publishing. Das heißt, wir sind ein Verbund aus zwei, ich sag mal, zweieinhalb Unternehmen, sage ich mal. Auf der einen Seite die Graphicon GmbH mit dem Sitz in Wettenberg, gegründet von meinem Kompagnon, dem Herrn Gassert und mir. Daher kommt auch der Name des Graphicon, also Gassert Finkler Consulting. Also hat nichts mit Graphicon, wie man manchmal auch dann in Mailadressen bekommt, zu tun, sondern rein der Name. Und wir haben vor 7 Jahren, 2014, noch eine Agentur gegründet, die Media to Finish GmbH, mit Sitzen in Landau in der Schweiz und in Wettenberg. Auch gerade dahingehend, um den Kunden halt komplett zu betreuen. Das heißt, wenn wir unsere Kernkompetenzen sehen, das heißt, wir können von der Beratung dem Kunden, sprich
sprich welche Media Asset Management Systeme, welche PIM-Systeme sind für den Kunden interessant, können deine Anforderungen erfüllen, bis hin zur Beratung der Systeme in dem gesamten Evaluierungsprozess. Wir können die Implementierung je nach PIM-System beim Kunden machen und ihn dann auch nachher bei der Umsetzung, bei dem täglichen Betrieb betreuen mit der Media to Finish als Agentur, dass wir nachher fertige Katalogseiten, fertige Publikationen über die ganze Strecke generieren können. Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, irgendwo einzusteigen auf der ganzen Schiene, vorne anzufangen bei der Beratung bis hinten, bis er das fertige gedruckte Katalogexemplar zum Beispiel in der Hand hält. In dem ganzen Prozess können wir ihn verschiedenst unterstützen. Dazu über die MCON, die Sie eben noch gesehen hatten, im Bereich auch IT-Lösung. Das heißt, das ist ein Systemhaus, so wie man es ursprünglich kennt. Das heißt, wenn es darum geht, Netzwerke einzurichten, Server zu hosten und die gesamte IT-Infrastruktur zu verwalten, das machen wir über unser angegliedertes Systemhaus. Das war es auch schon mit Folien. Alles Weitere würde ich Ihnen dann live zeigen, indem wir einfach mal einen Ausblick machen oder schauen, wie kann man Daten im PIM-System editieren, wie sieht die Schnittstelle aus zu dem Pavion Connector hinsichtlich Comet, hinsichtlich InDesign und welche Möglichkeiten bieten mir die Integration, sprich das Editieren von Tabellen direkt im Pavion. Wir sehen hier das Pavion-System, das heißt, man hat hier unten eine Reihe von Funktionen. Wenn man auf die reine Produktverwaltung geht, das ist auch so. Das heißt, wir haben hier unten, sehen wir in der Leiste verschiedene Funktionen, das heißt, es sind verschiedene Bereiche, in denen die Software unterteilt ist. Wir haben auf der einen Seite haben wir die reine Pflegestruktur der Daten und wenn wir jetzt in den Bereich Schnittstelle Richtung Comet gehen, haben wir den Katalogbereich, indem ich hier unten meine Datenstruktur, meine Struktur für die Ausgabe definieren kann. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, meine Kataloge, meine Broschüren inklusive Kapitel, inklusive zugeordneter Artikel, die in ein Kapitel gehören, im PIM zu konfektionieren, zu generieren. Und wenn ich jetzt in das InDesign gehe, habe ich von den Paletten, sind ja, denke ich mal, die meisten schon mit den Comet-Paletten vertraut, habe ich die Möglichkeit, über die Produktrecherche genau diese Daten mir anzeigen zu lassen. Und diese Schnittstelle ist, wie eben schon erwähnt, eine Live-Schnittstelle. Das heißt, alle Änderungen, die ich im PIM-System mache, wir können jetzt hier mal ein neues Item hinzufügen, nennen wir es mal Print Day Tag 1. Und wenn ich jetzt ins InDesign gehe, mache eine Suche, bekomme ich sofort meine Strukturänderungen, die ich im PIM gemacht habe, auch direkt im InDesign angezeigt. Das betrifft sowohl die Reihenfolge der Strukturen als auch die Reihenfolge der Produkte. Das heißt, der Grafiker, der zuständig ist für das Setzen des Katalogs und Gestalten, muss nicht mehr dem Produktmanagement nachrennen, welches Produkt kommt jetzt auf welche Seite, welches Produkt in welcher Reihenfolge, sondern das kann alles schon im PIM vordefiniert werden, auch meine Strukturen und können dann dementsprechend auch ausgegeben werden. Da bin ich in dem Moment aber nicht mehr wirklich medienneutral. Doch, Sie können ja diese Struktur, die wir hier in dem PIM sind, ist rein für die Katalogstruktur. Ich kann natürlich genau für die Webausgabe entsprechend andere Strukturen, Ausgabestrukturen aufbauen, die dann von der Webschnittstelle angepasst werden oder angefasst werden. Wir von der Comet-Seite von der Schnittstelle gehen rein auf diesen Katalogbereich. Ich könnte hier einen weiteren Bereich machen für die Webausgabe, Webschnittstellen und dann dementsprechende komplett andere, auch aufgebaute Struktur erstellen. Öffnen wir uns mal ein InDesign-Dokument. So, und jetzt gehen wir mal in unseren Bereich rein, nehmen uns mal ein Kaffee-Vollautomat und erstellen uns mal eine entsprechende Ausgabe, mal eines Produktes, mal ein Datenblatt, mal ein paar Funktionalitäten, was die Tabelle angeht, zu zeigen. Das heißt, wir haben hier
die entsprechenden Informationen, die am Produkt hinterlegt sind. Das ist der Name der SAP-Header-Grafiken, die zugeordnet sind. Und ich habe dementsprechend, wie man es vielleicht auch schon kennt, die Möglichkeit, den Änderungsstatus mir anzeigen zu lassen. Das heißt, jetzt habe ich eine Initialgenerierung des Dokumentes. Das heißt, die grünen Haken besagen, dass alle Inhalte des InDesign-Dokumentes identisch sind mit den Inhalten des PIM-Systems. Und wenn ich jetzt einfach mal hingehe und sage, ich springe auf meine Kaffeevollautomaten, das hier war der EQ7, den ich ausgegeben habe, ändere den mal zum Beispiel ab auf EQ77, gehe ins InDesign, lasse mir jetzt zum Beispiel diesen Rahmen überprüfen und bekomme dann hier ein rotes Häkchen dargestellt mit der Information, dass die Inhalte nicht mehr übereinstimmen. Und über die Aufgabenpalette, wenn ich jetzt sage, er soll mir mal die Unterschiede anzeigen, bekomme ich hier die Informationen angezeigt. Das heißt, in meinem InDesign-Dokument steht EQ7, während in meiner Datenbank die EQ77 als geänderter Wert steht. Und durch Setzen des Augekennzeichen kann ich dementsprechend die Daten sofort aktualisieren im InDesign-Dokument. Und der Status wird dementsprechend wieder auf grün gestellt, da diese Daten dann entsprechend identisch sind. Das Gleiche kann ich natürlich mit entsprechenden Bilddaten machen, aber Fokus soll heute mal auf dem Thema Tabellen liegen. Das heißt, wir haben hier unten eine Tabelle, die dargestellt wird im InDesign. Habe hier mal die Zeile farbig hinterlegt, weil wir gerade nachher noch ein paar Änderungen machen, um das zu zeigen, welche Flexibilität ich hier habe, und kann zum Beispiel im PIM jetzt sagen, bei meinem Template, was ich habe, in dem Falle sage ich, mein Kaffee-Vollautomat, den ich ausgegeben habe, die sollen alle mit einem speziellen Comet-Template ausgegeben werden, sprich diese Ausgabe, welches Template verwendet werden soll, später bei der Ausgabe kann ich schon im PIM definieren. Genauso wie ich auch dann sagen kann, in dem Fall ist es hier die Übersicht, oder wenn ich bei meinem Produkt bin, kann ich mir sagen, das Produkt soll bitte in der Comet-Ausleitung mit dem Template Kaffeemaker ausgegeben werden und meine Comet-Tabelle mit dem Tabellentemplate ebenfalls des Kaffeemakers. Und da gehen wir jetzt ein bisschen näher drauf rein. Was sagt mir dieses Tabellentemplate? Was kann ich hier im PIM schon entsprechend konfigurieren? Dazu gibt es hier unten den Reiter der Comet-Tabellen und hier habe ich meine Liste der entsprechenden Tabellen, die verfügbar sind, die angelegt sind, und ich habe meine Kaffeemaker-Tabelle und hier werden meine Attribute entsprechend dargestellt, beziehungsweise hier haben wir diese vertikale Tabelle, die angegeben wird, und so kann ich jetzt, Entschuldigung, hier haben wir diese Tabelle, so kann ich jetzt meine entsprechenden Icons schon definieren und meine Werte. Das heißt, ich habe hier die Weite, die Höhe, das Gewicht und die Höhe habe ich hier in der Reihenfolge angelegt. Ich kann hier zum Beispiel das Zellenformat entsprechend schon vorgeben. Das heißt, mein Print-Zellenformat ist die gelbe Formatierung, die wir hier gesehen haben, der Daten. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Daten nicht mit dem entsprechenden Zellenformat ausgeben, sondern nur meinen Spaltenkopf, oder ich gehe hier sage auch der Datenbereich, den ich hier habe, soll ohne Zellenformat dargestellt werden, dann kann ich das entsprechend speichern und eine Aktualisierung der InDesign-Tabelle oder des InDesign-Dokumentes wird das Ganze neu aufgebaut und die Formatierung, die ich jetzt im InDesign habe, verschwindet. Zur besseren Kenntnismachung mache ich das hier wieder rein, weil wir auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel die Reihenfolge meiner Werte zu ändern. Wenn ich jetzt möchte, dass die Höhe oberhalb des Länge, des Breite und des Gewicht steht, dann muss ich das nicht im InDesign hingehen, im Finishing und bei jeder Änderung quasi nochmal neu machen, sondern ich habe in Pavion die Möglichkeit, meine Reihenfolgen entsprechend zu ändern. Das heißt, ich setze über einen einfachen Klick meine Höhe vor meinen drei anderen Daten, die ich hier habe, und habe so die Möglichkeit,
in meinem InDesign bei einer Aktualisierung der Tabelle die Daten entsprechend wieder aufzubauen. Hier sieht man, der gelbe Hintergrund ist wieder da und die Reihenfolge der Zeilen in der Tabelle hat sich entsprechend geändert. Und so haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Attribute, das heißt, wenn wir jetzt sagen, diese Leistung ist jetzt vielleicht nicht mehr notwendig, dann kann ich hier sagen, dass ich dieses Element hier löschen möchte aus der Reihenfolge. Und bei einer Aktualisierung der Tabelle ist dann dementsprechend die Leistung nicht mehr in der Tabelle enthalten. Und so kann ich bereits im PIM-System Einfluss nehmen auf die Art und Weise, welche Daten in einer Tabelle ausgegeben werden, in welcher Formatierung. Das heißt, ich kann Zellformate, Absatzformate, alles das kann ich schon entsprechend konfigurieren im PIM-System, um dann entsprechend im InDesign auch davon zu profitieren. Gehen wir mal auf ein anderes Beispiel, wenn wir sagen, wir machen mal die Tabellen, eine Übersicht von zwei Produkten, wenn ich die miteinander vergleichen möchte. Legen wir ein neues Dokument an und ich hatte eben hier ein Produkt ausgewählt. Ich kann aber auch auf die übergeordnete Kategorie gehen und man sieht hier vielleicht von dem Template, dass hier ein Overview, hier sieht man es, Overview-Template ausgewählt werden soll. Das heißt, hier habe ich dann einen Vergleich der beiden drunter liegenden Produkte. Und wenn ich dieses Template dann verwende für die Ausgabe, werden wir beide Produkte nebeneinander dargestellt. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Ausgabe. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass man es besser erkennen kann. Hier habe ich dann einen Vergleich und jetzt kommen wir mal auf die Funktion, die wir halt bei einem Vergleich haben. Wir sehen jetzt hier auch die Bildgrößen, das heißt, wenn ich mir den Rahmen anklicke, die sind jetzt 15 mm groß, die Bilder. Und wenn ich jetzt sage, bei meinem Overview, das ist meine Tabelle, die ich hier habe, gehe auf mein Image, auf mein Bild, kann ich sagen, ich möchte mein Bild nicht nur 15 mm groß haben, sondern ich hätte es gerne 25 mm groß in der Ausgabe, speichere das Ganze, gehe auf mein InDesign-Dokument und bei einer Aktualisierung des Rahmens werden die Bilder entsprechend größer dann dargestellt in den 25 mm, wie ich sie im PIM-System definiert habe. Und jetzt machen wir mal die Möglichkeit, jetzt sehen wir hier bei der Leistung, habe ich jetzt hier unterschiedliche Werte. Wenn ich jetzt einfach mal im PIM hingehe und sage, ich möchte diese Werte der Leistung, da hat sich der Produktmanager verschrieben, die Leistung der beiden Geräte ist identisch, dann geht er in seine Kaffeevollautomaten, sieht hier die Leistung, die 15 bis 1600, ist ein Tippfehler vorhanden, ich korrigiere das im PIM und dann, wenn ich jetzt diese Tabelle aktualisiere, dann kann ich von einem bestimmten Feature, das ich auch konfigurieren kann, profitieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, gleiche Werte zusammenzufassen, dass die nicht untereinander stehen und auch dieses Thema sieht man hier in der Tabellenkonfiguration bei den identischen Werte zusammenfassen, steht bei dem Power bei dem Wert des Ja, ändere ich dies ab, dass es nicht zusammengefasst werden soll, dann werden diese Leistungsdaten auch so wie die anderen Werte parallel in zwei Spalten dargestellt. Und so kann ich halt über diese Schnittstelle hingehen, alle möglichen Konfigurationsarten einer Tabelle entsprechend definieren und auch sei es hier Größe und Gewicht, wir haben hier auch Überschriftzeilen, die nichts mit den Daten zu tun haben. Das heißt, ich kann gewisse beliebige Trennzeilen in meine Tabellen ausführen und kann über meine Formate, die ich definiert habe, sei es Absatzformate, wir schauen mal, was haben wir hier für ein Absatzformat, können ja mal eins mit einer roten Schrift nehmen und dass wir einfach sagen, ich möchte gerne bei meiner Länge, hätte ich gerne meine Daten in dem
Absatzformat. Hier, das war. Hat er das jetzt gespeichert? Ja, hat er gespeichert. So, und wenn ich jetzt meine Tabelle entsprechend aktualisiere, dann wird mir die Länge, glaube ich, war es gewesen, in dem entsprechenden Absatzformat entsprechend dargestellt. Und so kann ich halt von dieser Schnittstelle profitieren. Das heißt, man könnte jetzt auch hingehen und sagen, die Schnittstelle bidirektional machen, heißt, alle Absatzformate, die ich im InDesign angelegt habe, in meinem Dokument, könnte ich auch hier auslesen und dann entsprechend in einem Dropdown zum Beispiel darstellen, damit ich hingehen kann und kann alle Werte, die ich im InDesign habe, auch dann entsprechend direkt in meinem Template auswählen. Soweit aktuell Fragen für diese Tabellenform zu den Daten, zum Aufbau der Tabellen, zu der Schnittstelle an sich. Sehe, es kommen keine Fragen. Dann würde ich hingehen und mal ein neues Feature darstellen. Das heißt, man hat jetzt auch die Möglichkeit, sogenannte Kreuztabellen auszugeben. Das heißt, ich habe verschiedene Attributswerte, die ich miteinander in Relation bringen möchte zu einem Produkt. Und das haben wir zum Beispiel jetzt hier bei den Schrauben, wo es sehr häufig vorkommt. Das heißt, man hat ein Produkt, was relativ viele Varianten hat, unterschiedliche Gewindegrößen, unterschiedliche Längen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, Blickwerfe auf meine PIM-Daten, das heißt, ich habe mal mein Schrauben ist jede einzelne Variante, ist ein einzelnes Produkt mit den entsprechenden Maßen, die ich hinterlege. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, ich habe hier bei den technischen Spezifikationen eine gewisse Länge, ich habe eine Gewindegröße und das sind die beiden Daten, die wir jetzt in dieser Tabelle für die Schrauben uns anschauen werden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe hier meine Kreuztabelle, das geht einmal über den Durchmesser und die Länge und dann werden hier als drittes Parameter, sprich die Artikelnummern, die sollen dann in dieser Tabelle dargestellt werden. Das sind jeweils die beiden Achsen. Die erste ist die horizontale Achse, die zweite ist die vertikale Achse und die dritte ergibt immer die Werte, die in der Tabelle dargestellt werden. Und dann wähle ich mein entsprechendes Template, was hier mit Schrauben schon hinterlegt ist, wähle ich aus. Ich platziere dieses Dokument auf der Seite und das System erstellt mir aus meinen einzelnen Varianten jetzt die Kreuztabelle basierend auf den beiden Werten, die ich angegeben habe. Das heißt, mein Durchmesser mit den Werten genauso wie meine Länge in Millimeter wird hier in der Tabelle dann als Kreuztabelle ausgegeben. Jetzt gibt es halt noch, gerade bei Kreuztabellen hat man sehr oft halt die Frage, wie möchte ich die Tabelle ausgeben, wie sieht die beste Darstellung meiner Daten aus, das heißt, kippe ich in die eine Richtung oder nehme ich das eine Attribut als X-Achse, das andere als vertikale Achse, dann habe ich auch die Möglichkeit, wir können es mal bei dem anderen Produkt einfach mal zeigen, dass wir sagen, dort habe ich jetzt weniger Varianten und ich möchte mir hier die entsprechenden Daten ausgeben. Wir haben das jetzt mal so farblich hinterlegt. In dem Fall ist es jetzt hier der Durchmesser, das Gewinde, was hier in der Y-Achse, sprich in den Zeilen dargestellt wird und die Länge wird in der horizontalen Achse dargestellt. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt bei meiner Kreuztabelle hingehe und sage, ich möchte die Länge als zweiten Parameter, kann ich auch hier einfach sagen, ich ändere die Reihenfolge von ersten und zweiten Attribut und gehe dann auf meine Tabelle und sage,
bitte bau mir diese Tabelle, die Werte mit dran. Mache ich hier jetzt die Einheit einfach nur als Zusammenfassung in meinen Spaltenkopf rein. So habe ich halt die verschiedensten Möglichkeiten, die ich über diese Kreuztabellenausgabe dann definieren kann. Schauen wir das hier, vielleicht können wir uns das Beispiel der Bilder auch mal anschauen. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach eine Produktabbildung, die wir hier gewählt haben. Gehen wir mal in unser Produkt rein, was wir haben. So, unsere Sechskantschraube. Hier habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich ändere jetzt ein Bild ein. Ich lade jetzt mal ein beliebiges Bild als Produktbild. Das kann jetzt halt was ganz anderes sein. Haben wir keine da? Wo haben wir denn hier? Nehmen wir einfach mal ein Bild, dass man einen Unterschied sieht. Wir laden mal ein Bild rein an diese Stelle. Das Bild wird die Vorschau angezeigt. Ich speichere das Ganze. Und wenn ich jetzt im InDesign sage, er soll mir das Hauptbild aktualisieren, wird dann dementsprechend auch das neu geladene Bild als Hauptbild reingeladen. Stimmt. Nicht im Produkt, sondern im Katalog. So. Wenn man es natürlich auch an der falschen Stelle ändert, kommt natürlich auch das falsche Ergebnis raus. So. Dieses Bild. Speichern schließen. Jetzt aktualisiere ich mein Bild und habe so das geänderte Bild, was ich zugewiesen habe, dann direkt auch im InDesign ersichtlich. Und so kann man halt jetzt die entsprechenden Template, das heißt, wenn ich mir jetzt hier in dem Falle das Template anschaue, ich weiß nicht, ob Sie die Funktion der Magneten kennen im Komet, was man damit machen kann. Also wenn ich mir jetzt das Template betrachte, das wir hier für die Schrauben verwenden oder die Kippschrauben, habe ich hier, weil ich halt ja nicht weiß, wie lange läuft mein Text, den ich hier auf der Seite habe. Ist es einteiliger Text? Sind das sieben- oder achtteiliger Text? Dann habe ich die Möglichkeit, im Template zu sagen, hier, mit einem Magnet das Ganze zu verbinden. Das heißt, in dem Falle, sobald das Dokument aufgebaut wird und der Platzhalter geladen wird, wird dieser Rahmen der Tabelle automatisch mit dem Abstand von 4,5 mm unterhalb des Textes platziert. Und wenn ich jetzt sage, ich mache das hier größer, speichere mein Template ab, mache mal eine neue Ausgabe, dass man es besser sieht, nehme mein Dokument und dann habe ich meinen größeren Abstand, den ich hier zwischen meiner Tabelle und meinem Text habe. Und so habe ich unabhängig, wie viele Zeilen das ist und wie groß der Text in meinem Template dargestellt wird, hier sind definitiv nur zwei Zeilen dargestellt, kann ich über eine einfache Gestaltungsregel sagen, sobald dieser Rahmen einen Textübersatz hat, soll er bitte den Text anpassen. In dem Falle soll er hier den Text oben anpassen, das heißt, der Text wandert nach unten und wächst nach unten, habe aber auch die Möglichkeit, den Text unten anzufassen, dass der Text nach oben wandert, was in diesem Template aber eher negativ wäre, wenn der Rahmen dann in den Subheader-Bereich gehen würde. Und so habe ich halt dann die Möglichkeit, komplett variabel mit meiner Tabellengestaltung, die Anzahl der Zeilen, Anzahl der Spalten, auch das ist dynamisch in Abhängigkeit der Daten, die ich verwende. Sprich, wenn wir jetzt auf unsere Katalogstruktur der Kaffeemaschinen gehen, dort habe ich zum Beispiel drei Produkte
zugewiesen. Und wenn ich jetzt im InDesign sage, ich hätte gerne für meine Kaffeemaschinen die drei Produkte, die es hier sind, dort die Übersicht ausgegeben, dann wird die Tabelle, die wir eben gesehen haben, die Vergleichstabelle, entsprechend mit drei Produkten aufgebaut. Und so ist es ein Template, wo ich halt einfach nur vom Template her sage, in diesem Bereich soll die Pavion-Tabelle ausgegeben werden und wie die Tabelle aufgebaut ist, wie viele Spalten, wird dynamisch aus den PIM-Daten entsprechend ausgegeben und die Anzahl der Zeilen entsprechend auch der Attribute, die in der Tabelle konfiguriert sind als Werte, die entsprechend ausgegeben werden sollen. Gerade wenn, hier haben wir ja das Thema, dass man hier Richtung Webseiten auch die verschiedenen Ausgabekanäle gehen kann. Das heißt, ich habe hier meine eigene Struktur, was meine E-Commerce, was meine Webseiten angeht. Ich habe Kanäle, die ich frei ausgeben kann. Das heißt, wie sollen die Daten Richtung Amazon, Richtung Google, Richtung verschiedene Ausgabekanäle aussehen. Alles das kann ich hier im PIM-System pflegen und dementsprechend auch dann konfigurieren. Das Komet ist jetzt quasi ein Beispiel der Ausgabemöglichkeiten, die ich jetzt in diesem PIM-System habe. Gut, das wäre dann, wenn keine Fragen mehr sind, eigentlich das, was ich Ihnen über den PIM-Connector zeigen wollte. Und ja, diese Funktionalität kann man halt in vielen Systemen auch anders umsetzen. Hier hat man halt jetzt den Vorteil, dass ich halt relativ viel schon auch im PIM-System modellieren kann. Und das ist natürlich das, was halt von PIM zu PIM-System zu PIM-System dann halt anders konfiguriert werden kann. Teilweise gehen diese Funktionalitäten, teilweise sind halt wirklich Sachen, die halt hier in Pavion extrem gut und flexibel konfigurierbar sind. Und wenn da Fragen sind, auch zu anderen PIM-Systemen, kann ich Ihnen gern Informationen geben, weil wir auch mit verschiedenen PIM-Systemherstellern arbeiten und da auch Schnittstellen dazu gemacht haben. Und wenn Sie dort Fragen haben, kann ich Ihnen gerne Informationen dazu geben. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Rest des Tages.